Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich werde heute etwas machen, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe mich auch noch nicht an dieser Stelle gesehen, dass ich das machen würde auf YouTube. Aber irgendwie bin ich so durch DM gelaufen und habe mich irgendwie super inspiriert gefühlt. Ich habe so viele coole neue Sachen gesehen, Leute. Und dann dachte ich mir so, ich werde jetzt einfach meinen ersten DM-Haul machen, liebe Leute. In diesem Video werde ich euch also einmal Produkte zeigen, die ich sowieso kaufe. Und dann nochmal Produkte, die ich gesehen habe, die neu sind, die ich super, super gerne mal testen würde. Und wo ich einfach richtig, richtig neugierig bin. Vielleicht habt ihr schon mit dem einen oder anderen Produkt Erfahrung gesammelt. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Aber ja, ich habe einige Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, liebe Leute. Boah, ich mache jetzt hier den richtig praktischen Move. Ich lege das einfach in meine Hängematte. Ich habe also in diesem Haul nicht nur neue Produkte, sondern auch Produkte, die ich persönlich sehr, sehr feiere, die ich nochmal nachgekauft habe. Und ja, fangen wir an. Nein! Oh nein! Oder doch? Nee! Oh nein! Okay, liebe Leute, wieso ich jetzt gerade so ein bisschen schockiert, verwirrt war, ist, ich wollte euch eigentlich sagen, boah, ich liebe diese Linsenchips hier, ja, die sind richtig, richtig cool, die sind super, super lecker und jetzt sehe ich gerade, das ist eine Limited Edition. Ich habe da reingegriffen und dachte, es wären meine Standard-Linsenchips von immer, aber die haben jetzt Sour Cream-Geschmack und jetzt weiß ich gar nicht, wie die schmecken, also, I don't know. Jetzt ist es ungewollt doch ein neues Produkt geworden und ich habe direkt zwei davon gekauft. Jetzt muss ich es probieren. Ich glaube, ich probiere es gleich, weil ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Ich glaube, es würde den Geschmack verfälschen, aber ich lege es zur Seite und dann probieren wir das gleich. Ein weiteres Produkt, liebe Leute, ist Kakao. Ich liebe Kakao. Ich mache mir sehr oft meine ketogene Creme selbst mit Kakao und dann halt ohne Zucker und allem. Ja, und das ist halt die Basis dafür. Also kaufe ich mir immer. Was ich mir bisher noch nicht gekauft habe, das sind diese Bürstchen. Das ist halt einfach für die Zahnzwischenräume. Ich habe die mir in der kleinsten Größe gekauft, weil meine Zähne einfach relativ eng aneinander liegen und ich bin sehr gespannt, ob das hier funktioniert. Ja, ich weiß noch nicht genau, wenn ich das hier schneide, ob ich die schon ausprobiert habe bis zum Zeitpunkt, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, Leute, bisher waren mir diese Bürstchen alle immer zu groß und es passte nicht. Aber die sehen besonders klein aus, also ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Okay, Leute, ich gebe zu, das nächste Produkt habe ich mir nur gekauft, weil ich wusste, ich werde ein YouTube-Video machen und es ist neu, Leute. Also das ist, ja, man kann es nicht einfach nicht in einem Video zeigen, aber ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, ich glaube, es wäre mir tatsächlich vom Preis ein bisschen zu teuer. Das ist, ja, seht ihr das? Das ist die neue Sorte. Ich möchte gerne, dass es zoomt. So halbwegs, es zoomt so halb, ne? Ja, es ist auf jeden Fall die neue Sorte von diesem Duschschaum. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe den noch nie benutzt. Der kostet knapp unter 4 Euro, glaube ich. Und ich finde, das ist halt einfach für ein Duschgel schon ein bisschen teuer. Aber das ist ja auch ein Duschschaum. Vielleicht riecht der auch unglaublich gut. Vielleicht pflegt der auch super gut, Leute. Ich werde den ausprobieren und euch berichten. Aber so grundsätzlich... Boah, der riecht krass. Der erinnert mich an irgendwas. Ein bisschen wie Erdbeersüßigkeiten-Kaugummi. Also ich bin gespannt, wie ich das beim Duschen finde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also es riecht mega, mega gut. Ja, also es riecht gut. Es riecht definitiv gut. Ich bin sehr gespannt, wie es sich beim Duschen verhält. Falls ihr wissen wollt, wie es sich beim Duschen verhält, erinnert mich sehr gerne dran, falls ich es euch vorenthalten sollte. Ganz standardmäßig habe ich mir hier meine Augenbrauenwachsstreifen gekauft. Die benutze ich super, super gerne. Und wie ihr merkt, habe ich das jetzt schon eine Zeit lang nicht gemacht und deswegen habe ich die mir hier jetzt wieder gekauft. Die waren nämlich leer und ja, ich brauche die. Ich brauche die. Ich mag keine Pinzetten. Ich mag die hier viel lieber und deswegen habe ich die mir nochmal gekauft. Okay, Leute, was mich mega neugierig gemacht hat, das hier. Dieser Lippenbalm, Lipbalsam, wie auch immer, dieser Labello, nicht Labello, ja, der soll angeblich bei einem anderen pH-Wert reagieren. Ich frage mich dann, ich habe zuerst, ich muss sagen, ich habe irgendwie gedacht, dass der auf Wärme reagiert oder so, aber hier steht tatsächlich pH-Wert. Also ich dachte also, boah, pH-Wert, okay, okay. Jetzt bin ich erst recht neugierig, Leute. Hier steht, der Lipbalm reagiert mit dem pH-Wert der Haut und passt sich an die individuelle Lippenfarbe an, Leute. Probieren wir das doch mal aus. Riecht? Riecht gut, riecht neutral. Ich habe übrigens extra für diesen Moment keinen Lippenstift benutzt, liebe Leute. Also, das da sind meine Lippen vorher und ich werde das hier jetzt benutzen. Also ich gucke hier gerade so in den Kamerabildschirm, falls ihr verwirrt seid. Okay, mal gucken, ob sich jetzt irgendwas verändert. In der Zeit, in der sich eventuell was auf meine Lippen tut, werde ich jetzt weitermachen. Ich habe mir drei Pröbchen gekauft und zwar drei Proteinpulverpröbchen. Diese Pröbchen sind einmal bio und vegan. Einmal gibt es hier Salted Caramel, liebe Leute. Dann habe ich noch, wie heißt es, Blueberry and Raspberry and Strawberry. Das ist die lilane Version davon. Und was ich auch sehr spannend fand, ist Pineapple Coconut. Ja, also das sind, ja,
eigentlich drei Versionen von einem Eiweißpulver. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie es schmeckt. Also ich persönlich finde halt auch mit am wichtigsten ist natürlich der Geschmack. Und es ist halt mega, mega cool, dass es Bio ist. Also ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Ich habe generell überlegt, nochmal so ein Eiweiß-Special zu machen mit den coolsten Eiweißprodukten. Also falls ihr es interessant findet, sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid. Okay Leute, bilde ich mir das ein, ist es hier roter geworden oder pinker oder auf jeden Fall knalliger, oder? Bilde ich mir das ein? Ich finde, es sieht intensiver aus. Doch, ich finde schon. Interessant. Also ich gucke jetzt gerade übrigens parallel in den Spiegel, damit die Kamera des Lichtes nicht so verfälscht. Aber doch, es ist anders geworden. Es hat sich verändert. Krass. Okay, Leute, da wir sowieso jetzt gerade bei Eiweißprodukten sind, ich habe mir hier einen Eiweißriegel gekauft, der auch eine Limited Edition ist. Das ist nämlich ein Riegel mit Iced Coffee Caramel Crisp Geschmack. Das heißt Eiskaffee-Karamell. Eiskaffee-Karamell, Leute, ich stelle es mir genial gut vor. Und einer meiner All-Time-Favorites gefühlt, wenn es um Proteinprodukte geht, ist das hier. Das ist nämlich quasi, ja, wie ein KitKat in Proteinriegel. Das finde ich richtig, richtig cool. Was ich euch auch empfehlen kann, ist dieser Protein-Cookie, liebe Leute. Das ist einfach ein Cookie, der vegan ist und halt, ja, einen erhöhten Proteinanteil hat. Und ich persönlich finde den richtig, richtig lecker. Also auch mal irgendwie zwischendurch so zum Snacken oder wenn man lernt oder so eine Lernpause macht. That's my snack, Leute. Was ich aber alternativ auch sehr, sehr, sehr gut finde, ist von Power System der Riegel. Das ist nämlich, werdet ihr gleich sehen, Blueberry, ich weiß gar nicht, Blueberry Cupcake oder so, Muffin, ich bin mir gerade nicht sicher. Blueberry, ich kann es nicht in der Kamera lesen, Blueberry Cupcake, glaube ich, oder? Ja, Blueberry Cupcake, liebe Leute. Der ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Den gibt es auch nochmal, ich glaube, in der Lemon Cheesecake Version und das ist auch richtig, richtig gut. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen. Also der hier mit Blaubeere und der hier mit Zitrone ist richtig, richtig lecker. Das war es jetzt mit dem Eiweißzeug, liebe Leute. Ich habe schon überlegt, daraus eine Verkostung zu machen, weil ich glaube, das könnte auch viele da draußen interessieren, gerade wo jetzt auch einfach sich so viele Menschen für mehr Eiweiß in der Ernährung interessieren und so. Ist es vielleicht ganz spannend, wobei man an dieser Stelle auch sagen muss, es ist nicht zwingend notwendig, solche Produkte zu konsumieren. Ich konsumiere sie, weil ich sie halt lecker finde und weil es für mich halt einfach ein guter Snack ist, weil ich halt einfach nicht so viele Carbs, also Kohlenhydrate esse. Und es bietet sich einfach an, dann Produkte zu essen, die vielleicht ein bisschen mehr Fett oder halt auch Protein enthalten. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss so einen kleinen Disclaimer hier so einfügen nach dem Motto, nein, man braucht keine Special Protein oder High Protein Produkte kaufen. Ihr werdet in den meisten Fällen auch so auf euren Eiweißgehalt kommen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das so ein bisschen als Disclaimer irgendwo vermerken. Nichtsdestotrotz ist es für mich halt einfach als Keto-Snack eine richtig, richtig coole Sache und ich esse es halt auch super gerne mal nach dem Sport zwischendurch. Kleiner Break, wir verkosten jetzt mal hier diese Sour Cream Chips. Ich bin sehr gespannt. Ich fand die anderen bisher, also jetzt so vom ersten Eindruck geruchstechnisch, die sahen auf jeden Fall würziger aus und die rochen auch würziger, die sind so farblos, aber es kommt ja auf den Geschmack an, liebe Leute. Wir werden sie jetzt probieren. Die sind geil. Die sind geil. Mein erster Eindruck war, boah, die sind richtig, richtig gut, die sind hammermega geil. Bei mehrfachem drauf rumkauen habe ich aber wieder das Gefühl gehabt, boah, dieser erste Explosionskick, der war wieder weg. Also ich glaube, wenn man wirklich so einen Chip nach den anderen isst, dann ist es richtig, richtig geil, aber man möchte das ja auch eigentlich genießen, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halte. Es ist halt wirklich so, dass man eigentlich wieder einen neuen Chip nehmen möchte, weil dann dieses explosionsartige Geschmackserlebnis wieder kommt, was richtig, richtig geil ist. Also das ist wirklich sehr gut gelungen. Es wird einfach beim Kauen dann nicht aufrechterhalten. Das ist so ein bisschen schade, weil dann will man direkt den nächsten Chip essen und dann hat man innerhalb von 2 Minuten die ganze Tüte leer. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde die schon lecker. Ist jetzt gar kein Fail-Produkt oder so, aber ich glaube, wenn ich halt jetzt einmal esse, so wie jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt die ganze Tüte wegessen auf einmal, Leute. Okay, Leute, Schluss jetzt mit dem Eiweißthema. Ich habe mir hier nämlich noch einen Rouge gekauft. Das ist auch neu. Das ist von Alverde. Ich benutze nämlich in den meisten Fällen Naturkosmetik. So sieht das übrigens nochmal ohne Deckel aus, liebe Leute. Also ich persönlich habe halt jahrelang sehr stark darauf geachtet, nur Naturkosmetik zu benutzen. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr so radikal. Nichtsdestotrotz, wenn ich irgendein cooles Beauty-Produkt sehe und es ist Naturkosmetik, dann schlägt mein Herz natürlich höher. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich verzichte jetzt radikal auf alles, was keine Naturkosmetik ist. Ich bin da mittlerweile wieder ein bisschen entspannter geworden. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich einen Rouge gefunden habe in einer Farbe in Naturkosmetik-Qualität, was mir zuspricht. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich habe mir einfach eine Mundspülung gekauft. Ja.
Ansonsten finde ich bin schon wieder ziemlich blass geworden und ich spiele schon wieder mit dem Gedanken, ob ich nochmal Selbstbräuner benutzen möchte. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall einen Peeling-Handschuh und deswegen habe ich mir nochmal einen besorgt, weil falls ich nochmal auf die Idee kommen sollte, super spontan oder so, dann möchte ich auf jeden Fall, dass das Ergebnis gut wird und deswegen werde ich auf jeden Fall vorher peelen. Was ich mir auch gekauft habe, sind Badezusätze, liebe Leute. Und zwar auch extra neue Badezusätze mit neuen Düften und ja. Ja, das riecht einfach echt... Es riecht richtig lecker. Es riecht so eine Mischung. Es riecht so ein bisschen wie so eine Mischung zwischen Limonade. Also theoretisch steht hier Limone Buttermilchduft. Ich persönlich finde, ja, Limonade und Lemon Cheesecake. Und woran ich auf jeden Fall nicht vorbeilaufen konnte, liebe Leute, an diesem guten Stück. Für die, die es nicht wissen, ich bin eine Person, ich liebe Glückskekse. Wirklich, ich liebe das einfach, Leute. Und das hier ist angeblich eine Badekugel mit einer Glücksbotschaft. Warte, es wird gleich hoffentlich zoomen. Hoffentlich. Stopp. Zoom. Seht ihr das? Da steht mit einer Glücksbotschaft. Ich will mit einer Glücksbotschaft baden, Leute. Wie cool ist das bitte? Und das ist halt auch nochmal ein neues Produkt, was ich ausprobieren wollte. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es ist richtig cool. Vielleicht findet ihr das ein oder andere Produkt auch cool. Und fühlt euch vielleicht so ein bisschen inspiriert, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und mal zu gucken, boah, was gibt's denn da irgendwie als Alternative? Falls ihr zum Beispiel gerne badet, dass man mal einen neuen Badezusatz ausprobiert oder so und vielleicht fühlt ihr euch ja auch durch so Glücksbotschaften inspiriert. Kleiner Zwischenstand, der Lip Balm, der ist doch intensiver geworden. Und hier irgendwie, das da ist auch neu. Das geht. Das war's jetzt schon wieder mit diesem Video und mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, ihr fandet das ein oder andere Produkt spannend. Wie gesagt, ich überlege nochmal so ein Eiweiß-Produkte-Probiervideo zu machen, wo ich euch dann nochmal meine Meinung mitteile. Und vielleicht hilft euch das ja, falls ihr irgendwie zwischen zwei Produkten schwankt oder so, welches gut ist, welches nicht und welches sich halt lohnt oder weniger. Ich finde die geschmackliche Reaktion anderer Menschen, die ist immer sehr spannend. Also falls euch das interessiert mit den Eiweißprodukten oder so, sagt es mir gerne. Und liebe Leute, ich habe tatsächlich noch mehr Badezeug gekauft. Das werde ich euch jetzt aber noch vorenthalten, weil ich gerne ein Video machen möchte über Badezusätze. Und zwar werde ich verschiedene Badezusätze probieren, die verschiedensten verrückten Sachen versprochen haben, liebe Leute. Und das werde ich genau unter die Lupe nehmen. Also das kommt demnächst auch nochmal. Nur, dass ihr so grob Bescheid wisst, was euch hier demnächst erwartet. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft mich auch sehr gerne abonnieren. Ich freue mich drüber. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.